Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0 auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Axel. Ein wunderschön, ihr Lieben, ein wunderschön. So, ich muss mal bei mir noch Musik anmachen, jetzt passt. So, jetzt habe ich Musik auf dem Ohr. Na dann. Ja gut, jetzt läuft der Laden. So, ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt einen schönen Sonntag bis jetzt gehabt. Ja, wir haben eine Ohr, weil ich glaube, wir schwitzen. Ja, es ist nicht heiß, aber es ist sehr schwül. Also tatsächlich muss ich sagen, habe ich ja gestern schon mal erwähnt, also bei uns, ne, ist Wohnzimmer und Flur die angenehmste Räumlichkeit. Ja. Hier, wo ich jetzt gerade sitze, Schlafzimmer, Aufnahmezimmer, Büro, whatever, wie man es nennen will, kannst du knicken. Das ist ekelhaft. Es ist warm. Ja, das habe ich mir ja auch überlegt. Ne? Wo tust du den PC in der neuen Wohnung hin? Tust du den bei dir ins Schlafzimmer so rein? Weil wenn du dann fertig bist, dann brauchst du nur noch ins Bett fallen. Ja, ist praktisch, das stimmt. Ja, oder stelle ich den hier bei mir ins Wohnzimmer, dass ich so sozusagen hier eine kleine Ecke habe, wo ich genau weiß, hier muss in Anführungsstrichen was arbeiten. Ja. Ne? Und dann gehst du, wenn du ausmachst, dann gehst du schön ins Bett. Ja. Man muss schon sagen, das war die bessere Entscheidung, glaube ich. Weil sonst würde ich sehr wahrscheinlich andersrum gar nicht mehr schlafen. Ah ja, gut, ich sag mal, so durchs Lüften geht das relativ. Mache ich dann halt früh komplett hier bei mir auf, weißt du? Durchlüften, dann geht das schon. Ne? Aber wenn du jetzt halt schon wieder eine geraume Zeit am Rechner sitzt, wie ich sitze jetzt schon seit 7 Uhr heute wieder am Rechner. Ja. Da ist klar, ne? Also du hast Wasserkühlung drin, aber trotzdem hast du einen kleinen Grad der Wärme, die sich da entwickelt. Ne? Ja. Deswegen ist es einfach dann draußen noch mit dazu. Also ich mag Wärme, ja, aber selbst ich sag dann auch mal, oh, ist klar, es fließt mir den Rücken runter. Ja, das. Ja gut, aber ich sag auf der anderen Seite. Das Wetter ist mir tausendmal lieber, als wenn es wieder regnet und sei sonst was. Apropos, ja. Ich guck gerade raus, ja, es regnet. Unglaublich. Behalt den Mist ja bei dir. Ich mag meine Sonne hier. Ja, ja, okay. Aber das ist halt so bedeckt, schwül und bäh. Ja gut, das weniger bei uns. Also bei uns ist schon wieder blanke Sonne. Also nur Sonne. Das war heute früh schon, wo ich dann auf der Terrasse meinen Kaffee genossen habe. Selbst da war schon wieder blanke Sonne. Das war schon wieder. Es ist ja schön. Ich finde das ja richtig cool. Ne? So, wenn du nicht viel machen musst und so, dann ist das echt angenehm. Ne? Aber nehmen wir auch mal die Leute auf dem Bau zum Beispiel. Ich meine, gut, jetzt am Wochenende vielleicht eventuell weniger. Ne? Aber ich möchte mit denen nicht mehr tauschen. Ne? Ich kenne es ja auch noch von früher her. Aber ich will das nicht mehr haben. Weil wenn du da jetzt, nehmen wir mal an, du pflasterst oder so, ne? Backst die Pflastersteine an. Ohne Handschuhe, da verbrennst du dir gerne mal die Fingerchen. Ja, gut. Ist natürlich auch, wenn du nicht nur da, sondern auch, sag ich mal, als Dachdecker oder so, ne? Das ist. Da ja auch. Uiuiuiui. Ja, servus, grüß dich. Ja, gib Geld. Ja, ich sehe es. Gib Geld. So, ich hol jetzt wieder das nächste. Ich war nämlich gerade beim Bäcker, habe erst mal unseren Bäckerladen gefüllt mit frischem Mehl und den Rest jetzt gleich verscherbeutelt. Aha. So, jetzt will ich gleich nochmal eine Ladung holen. Weil wir brauchen Penunsen. Mhm. Ja, ich sehe gerade jetzt zu, dass das Korn vom Feld runterkommt. Ja, wo bist du? Auf der 12 oder was? Ja. Ja, kann man ja. Soll man das pressen oder lose wegfahren? Das Stroh, das würde ich pressen und als Ballen verkaufen. So. Verdammt, hier hinten gibt's gar keinen Weg. Ich meine, oh doch, hier gibt's keinen Weg, verdammt. Ah, shit. Ja gut, komm, muss mal rumdrehen. So, wollte einfach bloß Hallo sagen. Ja, hallo. Ich bin ein wild gewordener Dorfbewohner. Ja, vor allem das Auto, das passt, aber so könnte ich dich auch in Wirklichkeit irgendwie so sehen, wenn du mit so einer Karalie fahren kommst. Das würde ich auch fühlen, das sagst du so, wie es ist. Also durch und durch. So einen kleinen Bulli, ja, würde ich fühlen, auf jeden Fall. Das sehe ich mich auch.
Und vor allem, ja, wenn du dann einkaufen fährst, hinten die ganze Ladefläche voll. Ja, ja, definitiv, ja. Oh, einkaufen, ja. Das war ja gestern, ich war ja gestern nicht zum Freitag, sondern zum Samstag früh einkaufen. Ja. Ich werde es wieder freitags machen. Das war gestern früh schon wieder, nein. Das, nee. Ich bin ja da echt ein ungeduldiger Mensch, weil ich bin so ein Mensch, ich gehe in den Laden rein, sag mein Ware voll, gehe wieder raus. Dauert vielleicht maximal 20 Minuten, länger nicht. Mhm. So, aber dann gibt es da ja Menschen. Die kommen ja ewig nicht aus der Knete. Ja. Die gibt es überall. Das ist so ein Ding, ja. Und dann hatte ich gestern so den Fall, den ich ja besonders mag. Ich meine, mein Gott, vielleicht sind wir auch irgendwann mal so, ne, wenn wir ein paar Jahre noch hin haben. Ne? Aber kennst du das? Warten Sie, ich hab's passend. Ja, ja. Mhm. Ah, das war gestern. Das war bei blankes Verderben gestern. Ja. Wurde dann das Glas rausgeholt mit den 1-Cent-Stücken drin. Aha. Ganz so schlimm war es nicht. Es war nur ein dickes Portemonnaie, aber da waren auch Centstücke drin. Und der gute Mann, ja, mein Gott, also wie gesagt, wir werden auch mal alt. Und ich will es nicht negativ klingen, ne? Aber ich hatte noch so viel zu tun. Ne? Und dann stand er da. Der hat wirklich auf den Cent genau da draus gegeben. Oh, das war so ein Ding, nee. Ja, das ist halt immer so die Sache, ne? Ich glaube, also ohne das jetzt mal in irgendeiner Weise böse zu meinen oder mit kritischem Auge zu betrachten. Aber ich habe zum Beispiel, wo ist das, bei Aldi oder Lidl? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, die haben doch hier mittlerweile schon so 2 Terminals an einer Kasse. Das finde ich richtig gut. Ja. Wenn du zum Beispiel mit Karte bezahlen willst, dann macht die einfach gerade diese Abtrennung dahin und kassiert schon den nächsten. Dann kannst du in aller Ruhe mit Karte bezahlen oder bezahlst in bar, wenn du noch irgendwas raussuchen musst oder einräumen musst. Aber dann kann der nächste direkt schon weiter. Ja. Das finde ich richtig gut. Also da ist die Idee diesbezüglich richtig gut umgesetzt worden. Ja, ist auch gut, weil umso flüssiger läuft es ja dann, muss man sagen. Ja. Na? Weil das ist halt einfach, es ist ja auch nicht böse gemeint, um Gottes Willen, ne? Aber es hält halt einfach bloß offen. Ne? Ja, ja. So, das ist ja auch immer so eine Sache. Oder cool finde ich halt auch, wenn du das Zeug selber abscannen kannst halt, ne? Also, jo, das gibt's auch. Gibt ja eine Supermarktkette, wo du das ja mittlerweile dann auch kannst. Mache ich immer, wenn ich mit meiner Schwester irgendwie einkaufen gehe. Ja, ein Schmarkauf oder was? Hä? Markauf oder was? Mhm. Ja, kenn ich. Das erste Mal stand ich davor. Hä, wie funktioniert denn der Pfeffer? Ja, aber du kannst auch mittlerweile, kannst du so Scanner direkt mitnehmen an den Einkaufswagen. Ja, gut, das erinnert mich zu sehr an vorherige Berufe. Nein. Nein. Ah, nee, okay. Kein Scanner in die Hand. Nein. Verzieh dich. Aber ab mit dem Mist. Ja. Nie wieder. Da krieg ich Aggressionen der Ordnung halber. Ja? Das möchte ich nicht. Nein. Naja, aber ich sag ja, das gibt es ja. Und meine Schwester, die wollte mal das ausprobieren. Ja. Ich sag, hör auf. Ich sag, das machen wir nicht. Erstens mal machen wir uns so Deppen der Nation, wenn wir mit dem Ding hier rumhantieren im Laden. Zweitens mal machen wir sehr wahrscheinlich Selbstzerstörungsmodus, den aktivieren wir. Und drittens mal geht das Ding wahrscheinlich gar nicht. Ich sag, lasset am besten hier. Ja, besser ist das, sagt sie. Ja, ist auch wirklich besser. Nee, das musst du nicht haben. Wo wir unsere Springseile dann jedes Mal scannen mussten, nein. Nein. Nee, will ich nicht. Gottes Willen, geht noch, nee. Nie hat was hingehauen, nie hat irgendwas gestimmt. Ja, geht gar nicht. Gewisse Problematiken sind mir auch sehr geläufig, sagen wir das so. Verdammt! Was denn jetzt? Nix? Nee. Na gut. Mir war es so, als hätte ich da irgendetwas vernommen. Nee, da war nichts. Da war nichts.
rechtzeitig gebremst. Ja, genau, so war's. Irgendwie traue ich dem Braten nicht so wirklich. Ja, doch, doch, doch. Trau dem Braten ruhig. Nein! Nee, nee. Doch, doch, trau dem Braten. Trau dem Braten jetzt. Was ja, machen wir denn jetzt hier mit dem Weizen? Ist Weizen? Ja, ja. Ach, lol. Oh, warte, das war eine falsche Taste. Ja, Weizen. Schroten. Schroten. Zum Schroten bringen. Und wenn es dann hier schrotet ist, werden wir es verkaufen. Weil das bringt Geld. Hast du jetzt das Bäuerchen gemacht, mein Kleiner? Ja, ja. Ich bin aus Versehen auf die Notaustaste gekommen. Ja. Oh, das ist auch besonders schön. Beim Drescher. Meine Herren, das läuft heute wieder wie ein Länderspiel. Zwei Profis am Werk, ne? Keine nix, ja. Also wenn ihr noch nicht wusstet, was alles nicht geht, dann guckt uns zu. Hier wird ihnen geholfen. So ist es. Junge, Junge, Junge. So. Kommt gleich wieder ein paar Penunzen rein. Nicht viel, aber ein bisschen. Glenfi macht natürlich auch Mist. So, warte, warte. Einer will immer nicht. Einer will immer nicht. Kein Verzweifel. So, jetzt. Wunderbar. Ah. So, jetzt machen wir das Ganze aber anders, ihr Lieben. Nehmen wir nämlich den Anhänger mit. Sonst fahre ich ja noch 30 Mal und wäre nicht fertig. Ach. So. Das sind schon ein paar Säcke, ne? Also so Mehlsäcke. Ja, ja. Naja. Hm. Lassen wir mal so stehen. Das habe ich auch noch mal korrigiert. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Aber das mit dem Anhänger und so der Fahrstil, das fühle ich ja auch. Ne? Also ja, das könnte definitiv ich im Real sein, wenn ich es eilig habe. So, wenn es Prozente gibt oder so auf dem Baumarkt, ja. Ich muss da mal los. Ich muss da mal was mitnehmen. So. Ah ja, Baumarkt waren wir ja gestern auch, ne? Ja. Haben wir ja hier für die Miezen den neuen Kratzbaum geholt oder noch einen zweiten Kratzbaum, sagen wir mal so. Dass ich nicht immer auf dem Ehen auf die Ketten gehen, auf gut Deutsch. Weil die haben ja jetzt so langsam so ihre Anwandlungen. Ja. Und ja. Da muss man auch sagen, es ist schon schön und es ist unglaublich, was so ein Kratzbaum eigentlich kostet. Also ja. da gibt's ja von 80 bis über 100 gibt es ja alles. Ne? Also wir haben gestern einen gesehen, das war wirklich Kratzbaum Deluxe, kann man dazu sagen. 250 Euro. Da haben mein Kind und ich uns angeguckt und haben gesagt, nö. Nö. Das musst du nicht haben. Ich meine, alles gut, ne? Was macht man nicht alles für das liebe Vieh auf gut Deutsch? Aber ey, 250 Euro für so ein bisschen Kratzbaum, was mit dir Pressspan und ein bisschen ein paar Kordeln zusammengewickelt ist. Nee, das sehe ich nicht. Holla die Waldfee. Naja, letzten Endes haben wir den für 80 mitgenommen, das reicht auch. Das ist auch groß genug. Hat genau dieselbe, jetzt geh doch mal drauf, du elender Sack. Hat genau dieselbe Machart wie der für 250. Und ist in meiner Welt noch ein bisschen stabiler sogar. Ja. Naja, wie gesagt, also man macht ja schon viel und kauft auch natürlich dann für sein Haustier oder für seine Haustiere natürlich. Und manchmal interessiert dann auch nicht gerade so, sag ich mal, das Finanzielle, aber auch das hat irgendwo Grenzen, ne? Ah, freilich. Und ich sehe es dann halt nicht ein, weil die Machart ist halt beim Teuren genauso billig wie beim Günstigen. Weißt du? So, das sehe ich dann nicht die Relation. Deswegen, das musst du nicht haben. Das brauchst du nicht. So, das ist jetzt aber erstmal die letzte Tour, was ich an Mehl mache. Dann kümmere ich mich gerne ums Stroh. Ja. Weil das Stroh, das macht den Excel froh. So, und mit diesem Spruch, ihr Lieben, ja, wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Abend. Vielleicht frohes Schwitzen, wir wissen noch nicht, wie es in der Woche ist.
Aber es sieht gut aus, dass es warm bleibt. Ja, also genießt das Wetter, wenn ihr Urlaub habt oder Ferien, whatever. Ja. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.